Wir sind dann auch mal live, würde ich fast behaupten, wenn alles steht. Tatsächlich steht's nur on air. Jetzt sind wir on air. Damit heiße ich euch ganz, 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 ganz herzlich willkommen auf meinem kleinen süßen Twitch-Kanal wieder. Wir sind im Split B heute unterwegs. Wir sind im Renntag 3 der TCC. Wir machen heute Vertretung für den guten NTT. Sind also wieder mal ganz andere Fahrer. Wir gehen natürlich direkt auf die Rennstrecke. Machen uns natürlich wieder unsere Informationen an, die wir brauchen. Fahrer nehmen wir natürlich raus. Haben wir die ganze Renn-Action. Jeff Koch dreht auch schon die ersten Runden. Aber noch nehmen wir es mal nicht so ernst. Jojo auch dabei. Stark. Ozzy, neues Gesicht. Kenne ich noch nicht. Für mich definitiv ein paar neue Fahrer dabei. Auch schon einige, die ich vielleicht kenne. Origin tatsächlich sagt mir so nichts. Kai, den kennt man. Muss man kennen. Dann haben wir den guten Summer von Bonsai Racing wieder auf dem Bild. Looping Louis hier mit leichtem Austritt schon mal Richtung Kies. Probiert hier gleich mal, wie sich's verhält. Dann haben wir den Tilor oder Tyler, würde ich fast sagen, nicht Tilor, von HM, von Hermann Motorsports. Und dann den guten King Dave, kenne ich auch schon. Dann unseren guten Kaputnix, der gerade steht Amino, neuer Fahrer für mich. Cornelio kenne ich auch schon etwas länger, zumindest kommt er mir sehr bekannt vor. Und dann haben wir natürlich noch Stumpfe Schraube mit am Start heute. Mal gespannt sein. Jeff Koch hier auch schon bleibt auf jeden Fall schon mal die 1:28.314. Nicht verkehrt. Aber ist noch nicht von Belang. Ich glaube, Qualifying war hier noch nicht gestartet. Würden sie nämlich alle fahren. Also haben wir noch ein bisschen Luft. 1:28,6 Grad aktuell, auch gut unterwegs. Da kommt Cowboy auch hinzu. 1:28,8 beim Ozzy. Da kommen die Lags rein aufgrund des Reinjoins. Sollten aber nachher nicht mehr vorhanden sein. Wie sieht's bei Kai aus? 1:29,184. Boah, schnell. Und gemütlich tatsächlich. 1:29,2 bei Origin. Aber wie gesagt, die Zeiten sind gerade aktuell noch nicht ganz das Endergebnis. Noch testet hier jeder Fahrer so ein paar Meter. Also dürfte uns nicht weiter stören. Hier hinten die zwei. Lassen sich Platz, sauber, funktioniert hier schon mal ganz gut. Ich bin natürlich, wie gesagt, komplett aufs Rennen gespannt. Hier, Drift hier von Bonsai Racing, also vom guten Sommer. Der Lamborghini natürlich ein kleines freches Biest. Go Tyler! Kommt da von Maxi. Einen wunderschönen guten Abend, mein Guter. Schön, dass du da bist. Wo haben wir einen Tyler Sommer hier mit abwiegen? Moin. Du lebst tatsächlich noch. Da ist der Origin auch schon auf dem Drehabflug. Streamerflug lässt grüßen. Summer wieder zurück in Dave. Tyler tatsächlich, glaube ich, der hat sich gerade doch vorgeschummelt mit 1:27,6. Aber wie gesagt, noch fahren wir uns warm. Da geht er auch gleich Richtung Kies. Oh, Jeff Koch und Tyler, beides HM-Fahrer. Perfekt. Yeah. Dann hast du ja schon mal gute Aussichten. Ja, lebe noch. Das ist toll. So.
Guten Abend, Patrick, einen wunderschönen. Auch an alle, die eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum TCC Race Abend, geschweige zum Renntag 3 auf Laguna Seca tatsächlich. Im Split B. Bin noch mit dem. Ja, das habe ich mitgekriegt, Maxi, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Du hast dich sehr zurückgenommen selbst. Und wie geht's dir? Ja, soweit. Ganz gut. Kann ich klagen selbst? War alle da? Alle vollzählig? Bald geht's los. Viel Glück. Warten wir ab. Gehen wir gleich rein. Dann geht's Quali los. Noch 4 Realen Motorsport. Ach, tatsächlich. Gut, lang nicht gehört. Ja, lang ist her. Lang ist her. So, wir gehen natürlich rein. Wir machen uns die Infos an, die wir brauchen. Wir gehen vorne auf unseren guten Looping Louis. Oder Looping Louis. Nee, aber es ist Looping Louis. Bleiben wir doch bei Looping Louis. Sind wir ja, glaube ich, alle vollzählig, alle da, alle 14. Tagchen, Alexi, dein wunderschönen. Nur heute Morgen, ja. Die ersten Lebenszeichenstunden hast du mitgekriegt. Go, 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 Looping Louis. Ja, jetzt ist die Zeit wichtig. Qualifying hat begonnen. 10 Minuten. 10 Minuten Zeit, hier Zeiten zu knallen. Mal gucken, ob sich Jeff Koch und Tyler hier tatsächlich wieder durchsetzen auf Platz 1 und 2, wie gerade beim Warmfahren. Mal gucken, was sie für Zeiten knallen. Es wird sich ja jeder anstrengen, jeder will Zeit setzen. Warten wir auf jeden Fall mal ab. Auf jeden Fall Platz lassen. Nicht den Vordermann zu weit raufrauschen. Und Looping Louis geht in die erste Zeit. Unterwegs. Huch, da ging es kurz Richtung Kies. Aber alles gut. Worüber ich jetzt über PS4 tatsächlich. Also aktuell streame ich. Ich fahre gar nicht selbst. Aber ansonsten über PS4. Und ansonsten noch keine Wettermöglichkeit. So Cowboy. Hat da tatsächlich den Summer vor sich, der hier schon einen Ausritt Richtung Kies hat. Na nü. Kurios, kurios. Da vorne stand auch schon wieder wer. Looping Louis. Hat sich da irgendwo rausgedreht. Müssen wir warten gleich. Ich will gehen mal vorne auf. Origin. Zeit bleibt stehen bei einer guten 1,29,2, aber Ozzy, nein, Tyler. Tyler haut die 1,27,746 raus, ist damit erstmal Platz 1. Ozzy auf der 2 mit der 1,27,776, aktuell gerade 2. Cowboy direkt die 1,28,246 hinten dran geknallt auf 3. Jojo gerade aktuell Platz 4, 1,28,363. Jeff Koch 1,28,668. Habe ich da gerade richtig gelesen? Ne, 1,28,363 bei Jojo. Muss ich da ja noch richtig lesen.
So, Jeffcoach 1,28, 668. Origin 1,28,804. Gar nicht so weit weg. Kaputt Next mit der 1,29,006. Kommt da auch schon wieder an irgendwem vorbei. Stumpfe Schraube 1,29,518. Damit aktuell Platz 8. Ja, das war Amino, der da, glaube ich, gerade quer stand. 1,29,678. Platz Nummer 9 gerade. King Dave mit der 1,29,780 auf 10. Kai 1,30,296. Aktuell 11. Okay, ich habe nur eine Xbox 360, da geht ja auch noch. So, Summer 1,48,9. Der hat den Dreher gehabt. Nochmal Zeitfokus setzen. Auf Looping Louis nochmal neue Boxenrunde. Cornelio 1,32,729. Aktuell gerade auf Platz 14. Vorne irgendwas nochmal passiert. King Dave setzt sich nochmal auf 5 vor. Ja, sind ja schon alle dabei. King Dave 1,28,451 hier nochmal rausgehauen. Kaputt nix sich auf 8, 1,28,1,8,1,8. Tatsächlich da nochmal ein bisschen verbessert. Freut mich sogar für ihn. So, Kai 1,29,207 sich auch verbessert. Schraube sich ein bisschen verschlechtert. Summer 1,29,584, damit Platz Nummer 11 aktuell. Amin hat er auch Zeit verloren. Julio setzt sich auf 10 hinter Kai. 1,29,393. Also hier tauscht sich gerade nochmal alles. Tyler nochmal 1,27,731 geknallt. Der kam auch von. Wo ist er? City Box. Origin Box. Kai 1,28,628. Konnte sich hier nochmal auf 7 verbessern. 1,29. Bleibt aber aktuell Platz Nummer 11 bei Arminio. Stumpfe Schraube, keine Verbesserung. Auch bei Summer aktuell nicht wirklich. Looping Louis. 1,37,6 konnte sich da auf jeden Fall verbessern. Aber wir nehmen jetzt die Zeit natürlich erst mit. So, Tyler, wie gesagt, vorne 1,27,731. Aber Ozzy ist natürlich nicht weit weg. 1,27,776. Oh boy. Ja, ein bisschen verschlechtert. Aber Jeff Koch, 1,28,059. Haut hier wirklich noch mal einen raus. Setzt sich auf Platz Nummer 4 erstmal fest. Also hier machen sich die Fahrer. Schon mal 7,47,57. Mal gucken, was hier noch geht. So, Jojo. Nochmal eine kleine Hoffnung vielleicht, dass er mal eine gute Zeit raushaut. Auf jeden Fall verbessern. Wäre gut. Ja, 1,29,7. Nee, aktuell nicht. Wir haben da hinten zu King Dave. 1,28,451. Platz 6, dann aber erstmal nicht verbessert. Kai 1,28,628 in der vierten Runde. Aktuell auch nicht weiter verbessert. Origin kommt gerade aktuell auch nicht wirklich auf Rundenzeit.
Verbotnix auch nicht aktuell. Ja, da konnte sich unser Looping Louis verbessern. 1:29.838. Aber auch immer noch aktuell Platz Nummer 14. Nanü. Wer hatte da den Ausritt? Das war Jojo. Jojo hat's da in die Wand gehauen. Boah, das ist natürlich jetzt richtig bitter. Aua, aua. Da fieber ich mit. King Dave. 1:28.340, nochmal eigene Bestzeit. Und Platz Nummer 5 jetzt aktuell. Konnte sich da also gut verbessern. Hinten haben wir Sommer 1:28.942, konnte sich verbessern. Arminio hier lässt es auch nicht auf sich sitzen. 1:28.923, konnte sich ebenfalls auch verbessern. Letzte Runde des Qualifyings. Und Looping Louis. Das heißt, wir gehen jetzt aber mal doch nach vorne. Also Aussie 1:27.763. Der Cowboy hat nochmal rausgehauen. Gehen wir gleich nochmal durch. Taylor ist jetzt auch abgewunken. Ne, Taylor darf noch. Aber Cowboy 1:27.625 hat sich tatsächlich nochmal Platz 1 gegaunert. Co. Ozzy. Huhu, Lucifer. Cowboy haut hier nochmal einen raus. Ich glaub's ja nicht. Und Tyler hier nochmal mit einem kurzen Dreher. Okay. Ozzy abgewunken. Jeff Koch abgewunken. King Dave abgewunken auf Platz 5. Arminio auf 6. Jojo aktuell 7. Kommt da nochmal eine Zeit? Nee, wird schlechter. Aber nehmen wir trotzdem Jojos Zieleinfahrt nochmal mit rein. Super Jojo. Platz Nummer 7 geht also in den ins Sprintrennen rein und damit fliegen wir direkt raus. Gehen aber auch nochmal auf die Ergebnisse und gucken mal. Von Platz 1 ins Sprintrennen geht Kaube mit der 1:27.625. Hut ab, Respekt dafür, nochmal am Ende so eine Zeit rauszuknallen. Tyler auf jeden Fall mit einem guten zweiten Platz. Start 1:27.731. Ozzy 1:27.763. Dann auf Platz 3 Jeff Koch. 1:28.059 auf 4 King Dave von 5 mit der 1:28.340. Arminio 1:28.340 von 6 sich nochmal vorgesetzt. Jojo dann von 7 1:28.363. Kai von 8 1:28.628. Kaputnix von 9, 1:28.640. Origin von 10, 1:28.688. Auch nicht weit weg. Also gar nicht so viel Platz dazwischen drin. Summer dann von 11, 1:28.942. Stumpfe Schraube 12, 1:29.155. Cornelio dann von Platz Nummer 13, 1:29.306. Und natürlich Looping Louis mit einer 1:29.838 aktuell noch von Platz 14. Mal gucken, was im Rennen geht. 20 Minuten. 20:14 dann auch Rennen. Haben wir die Tabelle durchgenommen. Und dann geht's auch schon direkt ins Renngeschehen.
20 Minuten alles geben, alles aus den Autos rausholen. Alles glatt geht. Da gibt es Kontakt mit Tyler. Da gibt es auch die ersten Ausritte. Ossi wird gleich durchgereicht. Eieiei, was macht ihr denn? Wild geht's hier. Man weiß gar nicht, wo man hinschalten soll. Da gibt es auch die erste Strafe für Kai. Hinten auf das Fahrerfeld. Sehr eng hier. Dreikampf. Zwischenschraube. Jeff Koch. Kaputtnik Sammer und dem ganzen Rest. Lasst euch Platz. Da geht's natürlich für Sammer. Ne, Jeff Koch direkt raus. Auf Platz 14 vorne, aber immer noch die Kämpfe. Lasst euch doch Platz. Ihr habt 20 Minuten Zeit, Mensch. Macht doch nicht alles in der ersten Runde. Ihr habt mehr als genug Zeit, Männer. Ihr müsst nicht so drängeln. Nee, Summer und King Dave. Und dann geht es natürlich vorne auch direkt im Angriff weiter. Ich weiß ja gar nicht, wo man hinschalten soll bei euch hier. Vorne auch. Wollte ich gerade sagen, der Cowboy vom Tyler natürlich überholt. Wir haben es noch kurz gesehen und dann war ich da auf den Zweikampf mit Jojo und Ozzy. Aber Tyler führt das Feld an. Tyler führt das Feld an aktuell. Cowboy dicht gefolgt. Dann haben wir Ozzy und Jojo hier, die sich auch noch nicht ganz einig sind. Also wie gesagt, hier weiß ich gar nicht, wo ich sie schon hinschalten soll. Hier ist erstmal Abstand hinten. Kai, Achtung, da kommt ein Kaputtnix. Kai da leichter Quersteher, bleibt aber hinten am Kaputtnix, der dran vorbeikam. Jetzt muss natürlich Kai gegen Cornelio verteidigen. Erstmal ein Großteilfahrer dran vorbei. Erstmal ausgefeiltet hier. Nein, hier kommt der Angriff von Jojo. Nee, da steckt er zurück. Da hat er zurückgezogen. Aber mutig bleibt, versucht dran zu bleiben. Dafür jetzt natürlich Ossi kann Richtung Cowboy aufschließen. Aber Jojo ist noch nicht aus der Gefahrenzone. Gibt es hier vorne vielleicht doch den Vierkampf? Aktuell auch Ossi 1:27.650 schnellste Zeit. Ah, der Angriff vielleicht vom Cowboy. Nee, doch nicht. Steckt nochmal zurück, bleibt nochmal hinten dran. Ah, nee, vom Ossi Richtung Cowboy, nicht vom Cowboy Richtung Tyler. Was laber ich? Vom Ossi Richtung Cowboy. Ferrari also gegen den guten NSX. Und natürlich Jojo da auch immer noch hinten dran.
kein Angriff. Leichter Ausdruck davon, Summer, aber gut abgefangen. Und vorne Jojo. Jetzt auf Platz Nummer 3. Wer ist da durchgereicht worden? Guten Abend, Niklas. Einen wunderschönen guten Abend, mein Guter. So, Jojo hält sich noch wacker auf 3. Hallo, Jimmy. Einen wunderschönen guten Abend auch dir gewünscht. Stumpfe Schraube auch aktuell noch auf 4. Mit 500stel hat da irgendwo die Strecke ein bisschen die Track Limits genutzt. Oh, da leichter Drift. Aber gut abgefangen. Mach dich nicht bekloppt, ist nur ein kaputt nix. Der tut nix. Wurde mir mal gesagt. So. Hinten Kai versucht natürlich auch ranzukommen. Ich sehe gerade, Ozzy ist da irgendwo. Abkommt jetzt. Ist jetzt nämlich hinter Kai mit 2,7 Sekunden. Hätte ich da gar nicht gekriegt durch Summer hinten. Eieiei, man weiß ja gar nicht, wo man hier, wie gesagt, hingucken soll. In der Liga ist echt überall was los. Aber aktuell sehe ich hier keinen Zweck. Der Kaputtnix ist handzahm. Der will nur spielen. Ja, das wurde mir auch mal beigebracht. Der ist ganz lieb, der tut nur so. Der Kaputtnix will nur spielen. Das wollen, glaube ich, alle hier. Sonst wären wir nicht beim Rennsport angekommen. So kommt der Angriff vom King Dave Richtung Origin. Werden wir hier Zeuge. Ah, nein, nicht quer gehen. Oh, junger Mann, beilen Sie bitte Ihren Audi ruhig. Oh, da geht er mir das Herz auf. Holla, die Waldfee. Wird man da gleich bekloppt hier. Fiebert man ja direkt komplett mit euch. Hört auf, Herz Kasper ist da. Moin, Stan Gewalt, ein wunderschön. Go, Cowboy. Ist natürlich aktuell auf Platz Nummer 2 unterwegs, so wie sieht es hier hinten aus. Origin kann da jetzt eher Richtung Ozzy ausschließen. King Dave mit dem kleinen Drift und Ausritt da ein bisschen abgeschlagen. Aber Jeff Koch will da ansetzen, sieht seine Chance. Bleiben wir da drauf, gucken mal, ob Jeff Koch sich hier durchsetzen kann. Kann er Maxi wie Tyler stolz machen? Top 10 Platz auf jeden Fall schon mal drin. Vielleicht geht da ja noch was. Aktuell ist hier Kolonne fahren. Keiner will, keiner traut sich. Wie sieht es vorne bei unserem Streithähnchen aus? Beim Ozzy und bei der
stumpfe Schraube. Aktuell Platz 6 und 7. Keine Veränderung. Auch weiter nach vorn sehe ich keine. Aktuell immer noch führender Tyler mit der 1,27,646. Dahinter Cowboy, dahinter Jojo, dann Kai, dann Kaputnix. Und dann haben wir stumpfe Schraube hier mit Ossi, der da schon wieder kurz Richtung Kies, geschweige Sand, raus ist. Ob die dreckigen Reifen da so ganz gut sind, ich weiß es nicht. Aber er ist dran. Vielleicht kommt ja der Angriff. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an die ganzen Follower, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen dazugekommen sind. Ihr seid der Grund, warum wir uns immer wieder ans Mikrofon setzen und versuchen zu kommentieren, was nur geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein großes, großes Danke da an euch. Aber Ossi will nicht. Geschweige, Ossi ist doch, was erzähle ich denn? Ossi will doch, Ossi ist am stumpfe Schraube vorbei. Was erzähle ich denn da? Er wollte nicht. Und ob er wollt, jagt jetzt Richtung Kaputnix, nimmt dann auch noch mit. Nicht. Vielleicht der Gegenangriff von stumpfe Schraube. Na nee. Eher da der neue Angriff von Origin. Der sich jetzt auch hier stumpfe Schraube zurechtgelegt hat und dran vorbeigekommen ist. Aber noch ist hier nicht Ende im Gelände. Noch geht's Auto an Auto. Aber jetzt profitiert natürlich Origin da. Und geht auf Platz 7 an stumpfe Schraube vorbei. Da gibt es auch noch einen Ausritt von stumpfe Schraube. Aber Origin konnte profitieren. Glückwunsch da zum Platz 7 gerade aktuell. Und sie vorne auch wieder jagt Richtung Kaputnix. Geschweige immer noch mittendrin. Ich glaube, ich gehe nochmal hinten auf die hintere Traube. Vorne die drei haben sie so ein bisschen eingefahren. Aber aktuell kommt hier kein Angriff. Oh, sie bleibt erstmal noch hinten dran. Origin guckt sich erstmal noch aus sicherer Entfernung an. Stumpfe Schraube versucht anzuschließen. Jeff Koch noch unterwegs nach vorn. King Dave da auch schon wieder gut aufgeholt Richtung Jeff Koch. Nee, da passiert erstmal noch nichts. So, Sommer auf 11. Looping Louis dicht dran mit Arminio im Rücken. Arminio da auch ein bisschen abgeschlagen. Kommt aber jetzt erstmal vorbei. Arminio da nämlich ausgebremst oder auch nicht. Nee, noch bleibt er dran. Hat sie nie ausgezahlt, war er zu weit weg. Arminio setzt sich hier gut durch. Aber aktuell will keiner fighten, die trauen sich nicht. Vielleicht nochmal der Angriff
Vorne bei King Dave Richtung Jeff Koch. Wirklich will der Audi nicht. Jeff kommt dann tumpf dadurch, aber stumpfe Schraube. Ah, der Jeff Koch hängt da schon fast hinten drin. Natürlich jetzt wieder leichter Ausritt. Aber noch behält der Nase vorn. Noch passiert nichts. Vorne kaputt nichts, auch mit Kai. Nicht mehr im Kampf. Hat jetzt natürlich wieder mit Ozzy. Also Kai da irgendwo profitiert, waren wir hinten drauf. Wie gesagt, man kann hier gar nicht alles mitkriegen. Ich bräuchte im Endeffekt 5 Accounts in der Lobby, damit ich wirklich alle Kämpfe mitkriege. Aber ich versuche natürlich auf so gut wie alles zu gehen. Klar geht auch mal was unter, aber man kriegt mal was nicht so wirklich mit. Aber ich gebe mein Bestes. Ja. Nee. Aber da mussten wir ein bisschen warten. Da sagt kaputt nichts noch. Nee, nee. Aber er ist dran. Er will. Er will. Neue Möglichkeit. Ah, nee, nicht ganz. Ging nicht ganz auf. Aber wie gesagt, noch ist hier nicht ausgefeitet.
Hört man mich jetzt? Jimmy, hört man mich? Ja. Super. Kopfhörer waren richtig drin. Letzten 20 Minuten für nichts gequatscht. Also nochmal Glückwunsch an Tyler, an Kaputnix. Ach, an Kaputnix, an Jojo und an Cowboy. Da fürs Podium. Aber Minio, du hast nochmal 50 Minuten Zeit. Also mach dir keinen Kopf. Kriegen wir nochmal hin. Dass die Wand dich vielleicht in Ruhe lässt. Nicht aufgeben, hast ja gut gekämpft. Plus jetzt kannst du ja definitiv nochmal alles zeigen. Jetzt geht es ja nochmal 50 Minuten um alles. Jojo ist eingeloggt. Also eingeloggt, außer Jeff Koch, der fehlt gerade aktuell. Weiß da einer irgendwas, was mit Jeff Koch ist? Hoffe ich, dass er mich in Ruhe lässt. Ach, wird schon. Wie gesagt, wenn ich verkloppe, ich so. Aber jetzt geht es ja gleich erstmal auch in umgekehrter Reihenfolge. Also Start 2043. Er kocht. Uff. Er kocht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Aber essen. Achso. Ich wollte schon sagen, er kocht wieder. Ne? Wenn er gleich wieder zurückkommt oder so. Weiß ja nicht, ob er jetzt nochmal mitfährt. Oder was jetzt allgemein da ist, was ich da nicht mitgekriegt habe. Schweige ist er mittlerweile sogar schon wieder da, habe ich das nicht mitgekriegt. Ne. Mal warten. Moin Origin, einen wunderschönen. Kein Grip. Das ist doof. Der eine hat keinen Grip, der andere knutscht die Wände, also ihr macht mich verrückt, ihr. Ich weiß ja nicht, wo ich hinschalten soll und dann macht ihr noch so eine Aktion. Du sagst kein Grip. Arminio rauscht in. Arminio nimmt die Wände mit. Summer testet neben der Strecke alles aus. Also irgendwie. Habt ihr es heute alle mit der Strecke, ne? Die ist tricky, das ist. Die ist frech, die lässt natürlich keine Fehler zu. Aber bist ja gut vorangekommen. So, damit starten wir auch direkt wieder. Da kein Grip, ich küsse Wände, ja. Arminio.
Nur aber wieder Fokus Richtung Rennstrecke. Ich muss natürlich noch auf die Strecke drauf, ich dusel. Dann machen wir natürlich so. Nehmen das Fahrerfeld mit. Aber denkt an, Einführungsrunde. Heißt, ihr müsst Kolonne fahren. Jetzt könnt ihr zeigen, ob ihr es geübt habt, ob ihr es könnt. Looping Louis führt hier das Feld an. Auf jeden Fall Daumen gedrückt an Origin und an Arminio. Dass es jetzt besser läuft mit dem Grip oder mit den Wänden. Wünschen würde ich es mir für beide. Aber hier bei uns gibt es natürlich nur Gewinner. Keine Verlierer. Jeder wächst über sich hinaus mit jedem Meter, den er fährt. Alle mit hinterher? Ja, super. Also nochmal 50 Minuten nach dem Telemetriedaten anmachen. Hä? Telemetrie. Aber funktioniert es? Bis jetzt sieht es danach aus. Rennen ist eröffnet, ihr dürft starten. Looping Louis natürlich vorneweg, Arminio direkt gut abgesetzt hier. Angriff auch von Arminio Richtung Looping Louis. Die kam da aber Looping Louis besser durch. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Arminio geht aber dran vorbei, profitiert. Führt das Feld an. Auch hinten. Dreikampf bei King Dave, Origin und Ozzy. Also hinten auch noch fein am Fighten. Aber lasst euch Zeit. Ihr habt 50 Minuten Zeit. War eigentlich untersagt. Darf ich eigentlich so nicht zeigen. Drum eigentlich aus. Lieber Jimmy. Ist von der Liga so gewünscht. Da kann ich leider nichts gegen machen. Ist dann Gewalt. Also ja. Steht glaube ich im Reglement so drin. Dass ich das leider nicht zeigen darf. Also wie die Fahrernamen über den Autos nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwas im Regelwerk drüber gelesen. Eieiei, wieder leichter Quersteher beim King Dave. Ei, der hat's aber auch mit dem Auto heute. Aber erstmal hier vorne noch keine Veränderung. Alles fährt beim alten vorn. Nochmal vielleicht der Dreikampf bei Cornelio. Und Summer, die sich hier Richtung Looping Louis auf den Weg machen. Summer da innen im Turbosteller durch, aber denkst du, noch ist hier nicht ausgefeitet. Ah,
aber doch, erstmal geht Summer dran vorbei. Erstmal bleibt Cornelio da hinten dran. Also da doch Summer die bessere Linie getroffen. Na nö, wer geht da schon wieder auf Abwägen? Da ist wer auf Abwägen. Das war sogar der gute Looping Louis. No way. Da out of track gekommen und schon weggedreht. Arminio jetzt natürlich 4,7 Sekunden rausgeholt erstmal. Kann frei fahren, passiert nichts. So ist Summer jetzt mit Origin, der da profitiert hat. Und hat so gut wie alle stehen lassen. Konnte sich jetzt auch erstmal auf Platz 3 setzen, ist aber am Summer dran. Wird gestaubt. Man sieht hier kaum was. Man sieht die eigenen Reihen vor allem nicht. Und dumpfe Schraube da auch mit Dreher. Und alles geht schon wieder dran vorbei. Eieieiei, hier ist was los. So, Tyler jetzt auch wieder auf Platz 5 schon vorgekämpft. Macht jetzt Jagd Richtung Cornelio. Der fegt hier durchs Feld. Dave auf, profitiert auf 6, Ozzy 7, Jojo dahinter auf 8. Auch hier Kampf um Platz 7. Vorerst geht Jojo auch dran vorbei, profitiert tatsächlich. Jojo jetzt auf 7, wir gehen natürlich wieder direkt vor Richtung Tyler und Cornelio. Ja, kommt er einfach. Ja, Tyler geht über innen. Gar kein Problem. Geht auch dran vorbei. Ist jetzt auf Platz 4. Jetzt heißt es für Cornelio dranbleiben. Aber King Dave natürlich auch direkt dahinter gefolgt. So, Jojo jetzt auf 7. Kann sich erstmal ein bisschen Luft rausfahren. Denn Ozzy muss aufpassen. Da kommt Cowboy mit kaputt nix. Im Schlepptau. Und sogar mit Kai. Gehen wir in die Mitte zu. Cowboy. Aber aktuell fahren sie hier nur Kolonne. Aktuell will hier keiner überholen. Aber aktuell kein Angriff. Vielleicht von Kaputnix Richtung Cowboy. Nein, nee, auch erstmal nicht. So, wie sieht's hinten aus? Stumpfe Schraube jetzt auf 13. Looping Louis auf 12. Kai auf 11. Kaputnix auch immer noch Jagd Richtung Cowboy, 1,3 Sekunden erstmal rausgeholt. Also erstmal hier kein Angriff von... Sehe es doch schon wieder. Vorne enges Fahrerfeld, hier ist kaum Luft. Eieiei, sah man hier auch schon wieder 500, hat da irgendwo Track Limits überschritten. Hinten Jojo King Dave. Jojo profitiert, kann auf Platz 5 sich setzen. Hängt jetzt auch direkt am Summer dran, der will natürlich mehr. So, Tyler auch dran vorbeigezogen. Auf Platz 3, Origin auf 2. Und Arminio fährt immer noch sauber vorne weg. Ja, der nächste Angriff von Jojo hier jetzt Richtung Summer. Aber noch bleibt Summer vorne. Bis gleich wird sich ausgehen. Der wird abgebremst. Mal gucken,
Und was, warum sind so Teile immer noch vorne auf 3? Jagd immer noch Richtung Origin. Jojo jetzt auf 4, King Dave auf 5, Ozzy hinten dran, hat natürlich auch Cornelio noch dran. So, Summer wird da ein bisschen durchgereicht, hat sie auch im Dreikampf mit Kaputniks Cowboy. Eieieiei. Hier geht's wild her, hier weiß man echt nicht, wo man gucken soll. Auch vorne, ich hab's gerade mitgekriegt, der Kampf um Platz 2 Origin und Tyler hier sich noch nicht einig. Und da will natürlich Jojo mitmischen. Eieieiei, und da verliert Tylers Auto. Oh, das ist bitter. Jetzt kostet's Plätze. Wo kommt er wieder zurück? Auf Platz Nummer 11. Kai vorbei. Kaputniks vorbei. Cowboy vorbei. Summer vorbei. King Dave vorbei. Ozzy vorbei. Cornelio vorbei. Der jetzt Jagd Richtung Jojo wieder macht. Aber wir bleiben mal hinten Richtung Ozzy und King Dave. Da gehen wir doch vielleicht auf King Dave. Der hier ist Summer Cowboy. Und immer noch kaputt nix. Und Kai schon wieder hinten dran hat. Ja, vorne Kampf von Angriff von Cowboy. Nee, noch nicht ganz. Aber der Angriff von Ozzy da Richtung Summer, der nicht aufgeht. Muss da nochmal zurückbleiben. Aber Cowboy versucht's nochmal. Noch ist hier nicht ausgefeitet, aber vorerst geht Cowboy vorbei, aber dann ist Ozzy innen natürlich wieder ein Tucken schneller durch. Jetzt natürlich für Kaputniks die Möglichkeit mit Kai zusammen. Aber erstmal kommt hier kein Angriff. Noch bleibt Kaputniks ruhig hinten dran. Auch Kai guckt sich noch von hinten an und vorne auch schon wieder der Dreikampf. Hätte ich fast gesagt. Wow, lasst euch Platz. Also hier wird Kolonne gefahren, hier wird nicht überholt. Traut sich keiner. Traut sich keiner. So. Ja, Cowboy. Klappt noch nicht so, wie du willst. So kaputt nix. Ja, rutscht da leicht. In Richtung Cowboys Heck, aber da ist alles sauber, da ist nichts passiert. Aber wie gesagt, es will keiner Plätze tauschen. Jetzt kann er sich auch ein bisschen durchsetzen. Okay, let's go. Split C startet ins Hauptrennen. Verspätet. Lass das Bild noch bei mir laufen. Joa. Und Hallihallöchen Spielnomade. Da könnt ihr natürlich auch gern vorbeischauen und bei Split C die Fahrer unterstützen. Wenn es da natürlich auch Fahrer von euch gibt. Zu Cowboy geht's rein. Origin auch da irgendwie auf Platz 9 jetzt durchgereicht worden. Hat er eine Zeitstrafe gekriegt. Moin, moin, Gudley. Ein wunderschön. So, Cornelio. Platz Nummer 5. Ozzy jetzt 4. King Dave 3. Jojo 2 immer noch. Arminio aber immer noch vorne weg. Der kann sich hier echt gerade aktuell durchsetzen. Und Jojo gerade auch aktuell 1,27,712 schnellste Runde.
kriegt aber nicht wirklich Zeit auf Arminio. Gut, 3,9 Sekunden aktuell noch. Hinten King Dave und Cornelio. Ne, King Dave und Ossi. Jetzt Cornelio. Cornelio ist weiter hinten. Er ist weiter hinten. 1,8 Sekunden Abstand Richtung King Dave. Aber der will hier am Ossi vorbei. Noch gelingt sie nicht ganz. Du bleib dran, bleib locker. Du kommst dran, so Cornelio. Kriegt hier von Summer so. Ja, nicht ganz besucht. Ne, da hat er noch ein bisschen Luft. Also alles gut. Bleib ruhig. Summer auf jeden Fall Platz Nummer 6. Kaputt. Nix auch immer noch hinten dran. Kai auch noch nicht außen Rennen geworfen. So, Origin hat es schon wieder mit Tyler. Tyler hat sich also schon wieder hier zurückgekämpft Richtung 10. Da schmeißt doch vor Hektik Origin das Auto weg. Oh, Mann, oh, Mann. Damit jetzt Platz 10. Tyler weiter jagt nach vorn. 2,5 Sekunden Richtung Kai. Erstmal keine Gefahr. Kai muss nur ruhig weiterfahren. So kaputt nichts vorne. Erstmal nichts los. Hinten auch irgendein Kampf. Nö. Looping Louis 30,2 Sekunden Richtung Cowboy. Der sich zurück versucht zu kämpfen. Stumpfe Schraube kämpft auf. Der Wille ist da. Arminio, wie gesagt, immer noch Hut ab. Fährt hier vorne 5,1 Sekunden locker vorweg. Lass die Wände, mein Guter. Jojo. Immer noch Platz Nummer 2 aktuell. Ossi 3. King Dave auf 4. Cornelio auf 5. Summer auf 6. Und kaputt nichts hinten dran. Der hat hier aber irgendwo Track Limits überschritten. Vielleicht hat ja Kai die Möglichkeit, wenn er gut dran bleibt, vorbeizukommen. Tyler kann sich tatsächlich auch noch mit Kaputnix holen. War da gut am Kai dran. Und geht natürlich auch jetzt an Kai vorbei. Damit jetzt Platz 7 nach dem Abflug auch schon wieder zurückgekämpft. Also Tyler hier unermüdlich. Weiß, wie er es machen muss. Summer da auch. Von Cornelio überholt worden oder habe ich da was nicht mitgekriegt? Was ist hier los? Summer auf 6, Cornelio tatsächlich wieder auf 5. Oder kommt Summer jetzt erst dran? Ich sage, ich blicke hier nicht mehr durch bei dem Chaos. Obwohl eigentlich so gut wie kaum was gerade passiert.
Aber Cornelio setzt sich durch. King Dave auf 4, Ozzy auf 3. Stark Tyler. Ja, er kämpft sich stark zurück. Da muss ich dir recht geben. Jimmy, da muss ich dir recht geben. Also Hut ab, hängt hier auch schon wieder fast am Summer dran. Also der fegt hier wirklich wieder durchs Feld. Daumen auf jeden Fall gedrückt, dass es noch ein bisschen nach oben geht für ihn. Mal gucken, was noch geht. Aktuell 1,1 Sekunden Richtung Kai, der aber immer noch mit kaputt nichts zu tun hat. Also der wird hier kaputt nichts nicht wirklich los. Na, noch kam der Angriff nicht. Noch sagt sich Tyler, nee, fahr du mal vor mir. Ich krieg dich schon noch. Da ist auch Purple aktuell bei Tyler. Mal gucken, ob er sie mitnimmt. Aber vorerst behält Summer die Nase vorn. Hat ja auch direkt schon wieder mit Cornelio zu tun. Das heißt, Tyler könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn das pfiffig anstellt. Aber erstmal keine Gefahr. Denn Tyler geht rein. Aber vorne, ne, King Dave und Cornelio jetzt. Mit Summer. Summer, da profitiert King Dave jetzt auf 6. Kai auch hinten dran. Ein leichter Hüpser da von King Dave im Audi. Aber aktuell passiert nichts. Vorne auch immer noch der Abstand unverändert. Summer auch immer noch am Cornelio dran. Kaputt nichts. Origin hat auch auf 14,1 knapp Sekunden abgefallen. Kann natürlich ein bisschen Zeit gut machen. Looping Louis auf 10. Gut zurückgekämpft. Nach Anfangs Ausritt oder was das da kurz war. Auf Platz 10. So Tyler auf 11 nach bereinigtem Boxenstopp wieder draußen. Cowboy 1,8 Sekunden hinten dran. Und stumpfe Schraube hier auf 13 macht einen super Job. Zieht durch. Finde ich mega stark. Und Arminio hier immer noch mit 5 Sekunden vorne weg. Also Jojo kommt hier nicht wirklich ran. Macht also da vorne einen soliden Job. Aber Jojo nicht aufgeben. Auch Ozzy nicht aufgeben, noch ist alles drin. So Cornelio, 9,6 Sekunden zwar nach vorn Richtung Ozzy, dafür aber nach hinten alles dicht dran. Summer da auch mit Wurst. Curb, Mitnahme, dadurch leichte Unterboden. Funken. Wie damals auch gesehen, King Dave da auch kurz übern. Wurstkörb drüber, leicht Schräglager, guter Hüpfer. Kostet natürlich auch ein bisschen Zeit und dann kommt natürlich auch Kai und kaputt nichts. Aber aktuell immer noch kein Positionswechsel, da bleibt alles beim Alten. 24 Minuten sind geschafft, 16 Runden schon gefahren. Wenn es jetzt über Station geht.
so langsam ist echt hier Horror, die Waldfee. Vielleicht die Möglichkeit der Angriff von Kai. Na nee, noch nicht. Noch nicht, nicht in der ersten Kurve. Die Strecke ist lang und Kai legt sich hier wirklich zurecht. Wieder leichter Hüpfer da vom King Dave. Und trotzdem bleibt er so stark vorne. Kai muss gucken, ob er nach vorne nicht Zeit verliert, aber auch nach hinten nicht. Und hinten Origin. Wieder mit Dreher. Was ist denn los heute bei dir? Die Grip-Probleme gehen weiter. Oh nee. Looping Louis jetzt damit Platz Nummer 9. Origin jetzt auf 10 abgeschlagen. Eieieiei, der kleine deutsche Leitung der Origin. 2,1 Sekunden Richtung Tyler, 3,1. Erstmal nicht wirklich viel los, so Cowboy kämpft sich zurück. Ging der drin, Kai drin. Kaputt nix. Damit jetzt auf 6, Looping Louis auf 7. Vorne Cornelio und Summer auch gerade getauscht, wo wir durchschalten mussten durch die Box. Also da auch den Zweikampf leicht verpasst. War ich nicht schnell genug. Aber noch ist hier nicht ausgefeilt. Noch könnte Cornelio vielleicht nochmal zurückkämpfen. Muss ja eigentlich bloß an Summer dranbleiben. Nicht abreißen. Hol dir deinen Platz 4 zurück, Cornelio. Jetzt hat so ein bisschen Luft erstmal kaputt, nichts außer Gefahrenzone raus. So viel kann ich euch schon mal sagen. Fightet erstmal allein. Und vorne gab es auch Führungswechsel durch, ich glaube, Überrundung tatsächlich. Also Arminio jetzt 2, Jojo fährt vorne weg. Jojo zum ersten Mal Anführer heute, bis heutigen Abends. Da ist auch gelbe Flagge. Da stand wer quer. Stehst du quer, siehst du mehr nicht auf Laguna Seca. 1,9 Sekunden jetzt auch erstmal rausgeholt. Fahrerfeld jetzt also ein bisschen vorne wieder enger gezogen. Auch Ossi. Da wieder rangekommen auf 2,2 Sekunden, wollte ich gerade sagen, dann geht es natürlich nicht, da geht es in die Box, bleiben wir vorne bei Jojo. Summer müsste jetzt gleich auf Platz 2 aufschießen. Irgendwann erstmal kann sich Jojo die Zeit rausholen. Gleich direkt mal 19 Sekunden Richtung Summer. Der hier ist immer noch mit Cornelio hat und Cornelio will wirklich zurück. Aber Summer da innen tucken bessere Linie. Aber wie gesagt, hier ist noch nicht ausgefeitet. Die zwei kämpfen. Und die
Treppchenplätze. So, Looping Louis jetzt auf Platz Nummer 4. Jetzt auch noch vor Arminio Steffen, der dann auf Platz Nummer 5 wieder rauskommt. Weil sie dann auf 6, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, nee, Tyler sogar noch auf 6 dran vorbeigekommen und sich jetzt auf 7 damit befindet. Nach Boxenstopp. Muss leider los, bye bye, bye bye. Danke fürs Einschalten. Was schön, dass du da warst. So, Kaichen auf 10. King Dave 11. Origin jetzt auf 12. Stumpfe Schraube. Tatsächlich, wie gesagt, kämpft sich stark auf Platz 13 durch. Jojo. Übrigens noch knappe 20 Minuten nach Hause. Ich würde mich freuen für dich. Summer auf solidem zweiten Platz gerade aktuell. Wird also so ein bisschen ausgefeidet mit Cornelio. Über der Halbzeit drüber hinweg. Also nicht mehr lange. 31:20 auf der Uhr. Also ihr habt es fast geschafft. Nicht mehr lange, Jungs. Haltet durch. Die Jungs und Männer. Mehr Männer wie Jungs. Oh, sie auf 7. Tyler kämpft immer noch auf Platz 6. Der will natürlich zurück. So, Jojo jetzt vorne auch zum ersten Mal in der Box. Kommt hier nochmal der Angriff vielleicht vom Ozzy Richtung Tyler. Summer und Cornelio gehen vorerst an Jojo vorbei. Wo kommt Jojo wieder raus? Ja, leichter Ausritt davon. Arminio, der sich jetzt dadurch vor Ozzy sitzt und dann aber auch wieder rüberzieht wegen Abbremsung der Penalty. Jojo. Bleibt auf 4, aber ich glaube, Looping Louis wird erstmal dran vorbeigehen. Jojo tatsächlich vor ihm und hält Platz 3 erstmal. Jojo beweist sich auf 3, so vorne Cornelio und Summer, 1,1 Sekunden. Sich hier beide, wie gesagt, nicht wirklich einig. Aber erstmal passiert da nichts. Auch hinten Tyler und Looping Louis. Der hat sich noch irgendwo durchgemogelt. So Cowboy auf 7 vorne, aber. Ah, Looping Louis und Ozzy. Ja, Ozzy bleibt draußen. Looping Louis geht rein. Ist auch der Zweikampf erstmal ausgefightet. Cowboy dran vorbei. So, wie sieht's hinten aus? Kaputt nix. Ah, ne, Arminio da mit Kai hinten dran. Und King Dave. Thank you.
Munitionstausch. Nave lässt auch so ein bisschen Luft. Na, Kai jetzt auch am Minio vorbei. Der kam ein bisschen weit raus. War nicht ganz so schlau. So vorne die zwei auch endlich drin. Das heißt, Jojo geht zurück auf Platz Nummer 1. Aber Tyler kämpft. Tyler will nach vorn. Ah, wir gehen doch wieder nach hinten. Auf Kai und Arminio sowie King Dave. Vorne haben wir so ein bisschen im Blick. Sekunden noch bei Jojo tatsächlich die Nase vorn. King Dave auch am Arminio vorbei. Arminio jetzt auf. Doch wieder auf 7, konnte sich da doch wieder durchsetzen. Kurze Zeit war King Dave schneller, jetzt wieder nicht. Aber Summer will auch mitfolgen. Gönnel ist so ein bisschen abgeschlagen, aber noch nicht außer Reichweite. Noch kann er kämpfen. Noch ist alles drin. Wie sieht's vorne aus? Ah, Jojo setzt sich weiterhin durch. Putti hier auch schon wieder mit der 500. Da irgendwo die Track Limits wieder überschritten. Aber wir bleiben hinten bei King Dave, bei Summer und bei Arminio. Kai und Kaputnik sind auch nicht weit weg. Eieiei, lasst euch doch Platz, Mensch. Männchens Kinder, ist denn mit euch? Kaputt nichts. Da jetzt irgendwo zurückgefallen. Ich weiß nicht, mitgekriegt. Sorry, mein Husten heute. Arminio jetzt am Kai dran. Aber King Dave und Kaputt nichts, so wie Summer noch nicht weit weg. Gute Besserung, Dankeschön. Ist nur der Raucherhusten eigentlich. Und das Wetter dazu natürlich, keine Frage. Aber Dankeschön, Dankeschön. So, Arminio. Noch setzt er sich durch. Konnte sich auch erstmal wieder gegen Kai durchsetzen. War da auf der Geraden einen Tucken schneller unterwegs. Leichter Ausritt, aber Kai will das nicht auf sich sitzen lassen, kämpft noch. Kämpft tatsächlich noch mit Arminio um Platz 5. Vorne Jojo, Tyler, Ozzy, Cowboy. Hier ist man sich noch nicht ganz einig.
Angriff von Kai über ihn. Und da verliert Aminu fast noch das Auto. Bleibt jetzt auf jeden Fall schon wieder hinter King Dave und Kai, aber noch vor Summer. Dann geht natürlich der Ausritt Richtung Kies. Gerade wo man ihn lobt, ist er schon Platz 9. Cornelio 1,3 Sekunden dran. Eieiei. Cornelio. Die Kurve kriegt gerade mal so. Wir saßen in Kamerawinkel gerade so, als wenn es gerade nur so war. Aber vorn erstmal nichts weiter. Ja, King Dave vielleicht Richtung Kai, aber das werde ich erstmal abhaken. Ja, vorne ist noch unverändert. Können wir also doch hinten bei dem Dreikampf zwischen Kai, King Dave und Summer bleiben. Aber wie gesagt, Angriff erstmal noch nicht. Summer da schon ein bisschen abgerissen. Dafür natürlich jetzt kaputt nichts. Wieder mit im Rennen, wenn er rankommt, wenn er mithält. Wie gesagt, erstmal sind hier keine Fights vorhanden. Wie gesagt, großen Dank Misanthropics. Ich nehme die gute Besserung gern an, vielleicht hilft's. Aber mit dem Wetter aktuell glaube ich eher weniger. Aber ich bin nicht beim Wetter, wir sind beim Rennen. So, King Dave. Verteidigung gegen Summer, der hier weit geht. Eieiei, das kostet jetzt natürlich Plätze. Das ist bitter. Kaputt nix jetzt auf 7. Arminio 8. Cornelio 9. Summer sich auf 10 erstmal zurückgekämpft. Geschweige denn zurück auf die Strecke gekommen. Wieder eingeordnet. Kriegt so Looping Louis. 30 Sekunden Richtung Summer, 4,4 nach hinten Richtung Origin. Und da gibt es auch schon wieder blaue Flagge für stumpfe Schraube. Aber erstmal nur Jojo. Lucifer, danke, danke. Das hilft auf jeden Fall. So, Tyler. Da glaube ich. Überrund. Naja, da nicht. Er fightet mit Ossi schon wieder. Nicht mehr überrundet. Was laber ich denn? Ich kriege hier nichts mit. Das sieht aus wie überrundet. Dann ist es gar nicht überrundet. Kampf um Platz 2. Kampf um Platz Nummer 2 zwischen Ossi und Tyler. Aber hier gar keine Probleme für Ossi. Ganz easy da am Tyler vorbeigezogen. Noch ist hier nicht ausgefeitet noch. Kann Tyler hier kämpfen? Noch
knappe 5 Minuten. Top Ossi. Ja, jetzt kämpft er. Jetzt hat er wieder Blut geleckt. 7,4 Sekunden auch Richtung Jojo. Mal gucken, vielleicht geht noch was. Muss ich erstmal Abstand nach hinten Richtung Tyler raushauen. Aber wie gesagt, hier geht heute keiner als Verlierer raus. Oh, Cowboy da auch irgendwo. Über die Track Limits wieder hinausgeschossen. Eieieiei. So King Dave und Kai. Werden die sich heute nochmal einig, beide? Vorerst ist dem so. Aber wir warten mal ab. ...46,14. Also die Zeit fliegt hier uns davon. 31 Runden sind absolviert. Aber die zwei hier, die wollen es wissen. Kampf, wie gesagt, um Platz Nummer 6. King Dave gegen Kai. Erstmal bleibt Kai unverändert hinten dran. Da geht erstmal nichts. So kaputt, nichts. Auch mit 3,5 Sekunden ein bisschen abgeschlagen. Arminio versucht sich daran zu kämpfen. Auch Cornelio. Summer fährt, denke ich, jetzt sein Rennen noch normal zu Ende. Looping Louis. Und Origin. Nochmal im Kampf um Platz 11. Aber erstmal kein Angriff. Was ist hier los? Summer an stumpfer Schraube dran vorbei. Der dann großen Bogen frei macht. Tyler und Ozzy, was war da los? Ozzy? Hast dich rausgedreht? Ich war gerade bei Jojo vorne, haben wir nicht gekriegt. Zu schnell durchgeschaltet. Cowboy. Verliert hier Platz gegen Ozzy, der jetzt auf 3 sich befindet. Tyler natürlich jetzt auf Platz 2. Jojo vorne 14,4 Sekunden. Der hat hier Zeichen gesetzt. Aber Tyler hat sich auf jeden Fall die schnellste Runde gesichert. 1:27.040. Was ein Biest auf dieser Strecke, der Kerl. Respekt an der Stelle. Also Hut ab, da nochmal so einen rauszuhauen. Oh, sie aber starker dritter Platz. Kannst du stolz sein. Kai und King Dave. Immer noch im Kampf um Platz 6. Nein, geschweige denn Platz 5. Wie gesagt, vorne auch Kaube und Ozzy immer noch im Kampf. Na, hinten vielleicht nochmal kaputt, nichts.
mit Arminio. Und vielleicht nochmal Cornelio und Dings, aber wir gehen nochmal nach vorne. Denn Jojo hat die Zieleinfahrt und wir hätten sie sonst fast verpasst. Glückwunsch, Jojo! Glückwunsch an der Stelle. Super Rennen. Kannst du stolz sein. So, Tyler. Mega, mega stark zurückgekämpft. Ey, Hut ab. Glückwunsch zu Platz 2, wenn nicht ganz ernst, aber Treppchen ist da. So, dann aber auch Ossi. Glückwunsch zu Platz Nummer 3. Cowboy, Platz Nummer 4 nicht mehr ganz gereicht. Wie sieht's hier hinten aus? Kai, King Dave. Gibt's noch Platz tauschen? Nein, Kai geht als 5. ans Ziel. King Dave direkt auf 6 hinten dran. So, dann haben wir Arminio 7. Kaputt nix 8. Cornelio 9. Summer auf 10. Nehmen wir Origin mit. Glückwunsch alle, vor allem P3. Ja, definitiv gut gekämpft da vom Aussie. Origin nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Machen wir auch gleich mit Looping. Louis, genau. Bleib ruhig. Fahr super zu Ende. Kannst stolz sein. Auch Platz 11 ist ein guter Platz. Bist nicht letzter. Damit Glückwunsch zu Platz 11, Origin. Gut zurückgekämpft nach deinem Dilemma mit der mit dem Grip. Schade, die Konstanze hat gefehlt. Ach ja, Minio, irgendwann kommt auch die Konstanze. Aber da rollt Looping Louis rein auf Platz Nummer 12. Wie gesagt, verloren hat keiner. Sturmgewalt auch hinter Jojo direkt mit reingewunken. Mega Rennen. Mega, mega. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschalten soll. Zwischendurch habe ich sogar einiges verpasst. Dafür nochmal sorry. Aber Glückwunsch an Jojo. Gehen wir auch wirklich nochmal aufs Ergebnis. Jojo sich mega durchgesetzt auf Platz 1. Tyler auf 2. Dann haben wir Ossi auf 3. Macht das Treppchen komplett. Cowboy sich auf 4 gekämpft. Kai sogar mit Platz 5 ein super Ergebnis rausgeholt. King Dave, Arminio und Kaputnix mit 6, 7 und 8 auch gar nicht so weit weg gewesen. Könnt ihr stolz sein. Auch Cornelio, mega Rennen. Hast dich noch gut gegen Summer durchgesetzt. Origin nach definitiven Grip-Problemen einen starken 11. Platz reingeholt. Wie gesagt, ihr seid keine Verlierer, auch an Looping Louis und an Stumpfe Schraube. Nehmt mit als Erfahrung. Sorry, bin im Drift zurückgerutscht. Da ist jemand gerutscht, okay. Ich ride aber nochmal rüber mit euch zum Kollegen Spielnomade. Wenn ich ihn finde. Dann gehen wir nämlich direkt in Split C noch rein. Bei uns war es das nämlich. Bei uns wird nichts mehr passieren. Ich nehme euch mit rüber. Oder ich habe euch rüber geschickt. Ich schicke euch mit rüber. Und ja, wir haben alles geschafft. Wir haben alles gesehen. Wie gesagt, Glückwunsch ans Treppchen. Glückwunsch an jeden Fahrer. Ihr habt alle einen super Job gemacht. Könnt, wie gesagt, echt stolz sein. Hier passiert, glaube ich, jetzt auch nichts mehr. Nee, alles warte nur noch. Auf jeden Fall, wie gesagt, in 50 Sekunden driftet ihr rüber. Geschweige gehen wir rüber. Oder ihr zumindest, ich werde dann ausmachen. Schaltet auf jeden Fall, vielleicht noch als Anmerkung, ich bin am Samstag um 14 Uhr wieder live. Da gibt es die nächste Renn-Action auf dem Kanal. Und ja, mal gucken. Kaputnix, du kannst ruhig zumachen. Alles gut. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und schaltet, wie gesagt, vielleicht Samstag wieder ein. Bis dahin.
Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß noch und ein angenehmes Wochenende. Und bis dahin, auf Wiederhören.